So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Wir haben wieder ein kleines Unboxing für euch vorbereitet. Adi ist auch schon am Start, guckt euch das an. Jetzt fällt mir erstmal auf, dass ich bei den Unboxings in letzter Zeit immer irgendwie so auf die Adresse drauf gefilmt habe. Das sollte eigentlich so nicht sein. Hier haben wir jetzt wieder drei Pakete am Start und da müsste jetzt auch mein neues Handy drin sein, was ich mir bestellt habe, wozu es noch eine Geschichte gab, weil eigentlich habe ich ja letztens ein Handy ausgepackt, also ein iPhone. Und jetzt habe ich schon wieder eins. Was war da denn los? Das erklären wir euch gleich. Vorher, aber was ihr schon kennt und wisst, ich habe doch letztens im Stream gesagt, meine Maus geht nicht mehr. Damit ihr mal seht, was meine Maus war. Das war meine Maus mit einem Kabel dran. Die hat 1000 Jahre gehalten. Das war ein Auto, eine Automaus. Richtig genial. Mittlerweile sieht die sogar fast aus wie mein Auto. Ja? Ein Opel. Aber die Maus, die immer schön hier Rücklicht hatte und Vorderlicht, die ist natürlich schon sehr lädiert, die ist abgegriffen. Hier ist der ganze Lack ab vom Auto. Hier ist eine Delle drin, hier Einschusslöcher am Dach. Die hat trotzdem immer ihre Dienste geleistet. Das war meine Lieblingsmaus, richtig cool. Und vor allem das mit dem Kabel fand ich Baba. Jetzt ging das Rädchen aber nicht mehr. Ich konnte nicht mehr scrollen, ich weiß nicht warum. Es hat halt nicht mehr gescrollt und ich brauche das Scrollen unbedingt. Deswegen habe ich gedacht, ich bestelle mir eine Ersatzmaus. Habe extra kabellose Maus eingegeben. Dann habe ich eine gefunden von Amazon ganz billig mit 5,99. Und dann habe ich eine andere von Amazon Basics und habe gedacht, was? Die sieht ein bisschen griffiger aus. Und die ist in der schönen, in einer schönen blauen Farbe. Und jetzt habe ich gedacht, könntest du dir die Maus als Upgrade? Findet ihr die Maus richtig schön, ja? Es gab so viele mit irgendwie LED, Unterbodenbeleuchtung, mit Kaffeemaschine drin und alles. Da habe ich gedacht, so ein Schwachsinn. Ich will doch einfach nur eine Maus, wo ich draufdrücken kann und scrollen. Und die vielleicht gut in der Hand liegt. Die ist ergonomisch, da passt die Hand rein. Und dann habe ich gesehen, ist gar kein Kabel dran. Jetzt habe ich wieder eine mit Batterie, wo die Batterie einfach gefühlt nach 2 Tagen leer ist und du dann immerzu wieder Batterien kaufen musst. Das war eigentlich so nicht beabsichtigt, aber ist jetzt leider so. Dann habe ich hier was, nach langem Hin und Her, habe ich überlegt, bestelle ich mir das oder nicht. Ich habe es mir jetzt bestellt und es ist ein PlayStation 4 Spiel. Es ist WWE 2K22. Erstens finde ich es mega stark, dass Rey Mysterio der Coverstar ist, dass die ganze Kampagne bzw. halt der Hauptmodus sich um Rey Mysterio dreht, ihr da immer wieder richtige Videosequenzen habt, ihr die wichtigsten Matches von Rey Mysterio nachspielt, auch aus der WCW-Zeit, alte Klamotten, Halloween Havoc, Eddie Guerrero, alles dabei. Das ist auf jeden Fall mega stark. Auch als ich die Grafik gesehen habe, war ich sehr beeindruckt, wie das Spiel aussieht. Und die Steuerung ist auch wieder überarbeitet. Wenn du dir das anguckst, hast du eher den Eindruck, das ist irgendwie eine Mischung aus Street Fighter und Tekken mit Wrestling-Charakteren, als dass das wie sein Vorgänger ein reines Wrestling-Spiel ist, kompliziert mit Griff, Kombos und Machen und Tun. Darauf habe ich also eigentlich Bock. Ich weiß noch nicht, wann ich dazu komme, das mal zu zocken. Vielleicht können wir das sogar mal streamen. Hättet ihr Bock mal auf einen WWE 2K22 Stream? Ich gucke jetzt in letzter Zeit immer was von einem Kollegen. Vor allem sage ich immer Kollege, ich kenne ihn nicht. Der hat 133.000 Abos, ist irgendwie ein Ami. Der lädt immer Royal Rumbles hoch, themenbasierte. Der macht mal einen Horror-Royal Rumble, wo er lauter selbst erstellte Horrorfiguren automatisch in dem Royal Rumble gegeneinander antreten lässt, lädt das als Video hoch, kommentiert das, ist ein Moderator dazu. Das ist so witzig, so genial und auch so spannend, selbst wenn du selber gar nicht spielst, dir anzugucken, wie dieser Horror-Royal Rumble abläuft. Der hat auch einen mit Zeichentrick gemacht, da hat Son Goku, der Pink Panda, die haben da alle gekämpft, die Biene Maya, alles hin und her. Und sowas fände ich auch richtig cool, wenn gerade über die selbst erstellten Sachen aus der Community, jeder kann was erstellen und hochladen, wirst du bestimmt viele interessante Sachen finden, die du dir runterladen kannst und mit denen du selber kämpfen wollen würdest. Es müssen nicht immer Wrestler sein, es gehen auch ganz spezielle Dinge, die du sonst halt nicht hast, ne? Der Drachenlord. Du kannst mit dem Drachenlord kämpfen.
Du kannst mit dem Drachenlord gegen Spieletrend kämpfen, sozusagen. Du kannst Ash Ketchum nehmen und kannst gegen Roman Reigns kämpfen. Oder du erstellst dir jedes einzelne Pokémon als Wrestler und lässt die gegeneinander kämpfen, der Pokémon Royal Rumble. Irgendwelche coolen Ideen hätte man da sicherlich, die man zusammentragen kann. Oder der Karrieremodus mit Rey Mysterio, je nachdem, ob man das dann auf Twitch macht. Oder doch auch auf YouTube, je nachdem wie Zeit und Phase ist. Wir müssen ja noch den Giratina-Schein in die Hand machen, fertig. Wir müssen noch Arceus zu Ende spielen. Es gibt halt immer so viel zu tun. Jetzt hier drin müsste mein neues Handy sein. Ich tue das mal dahin. Das tue ich mal dahin. Ah, die Schatz. Jetzt packen wir das mal aus. In dieser komischen Folie drin haben hier jetzt wieder ein Ladekabel. Haben hier jetzt einen Karton und da müsste jetzt unser Gerät drin sein. Ich sehe es schon. Und für alle, die das nicht wussten, ich habe ja letztens mir hier so ein iPhone bestellt. In Rot. Und dann habe ich das ausgepackt, habe gesehen, dass das richtig schön groß ist, richtig schön in der Hand liegt. Mir hat das Rot aber überhaupt nicht gefallen. Die meisten nehmen ja schwarz, ich habe das Rot gesehen, das Rot, das war so ein richtig kräftiges, helles Rot, so ein richtig feuriges Rot auf der Seite. Deswegen habe ich mir das bestellt. Dann habe ich das bekommen und plötzlich sieht das aus, wie als wäre das so Weinrot oder Bordeauxrot. Schon hat es mir gar nicht gefallen. Und wenn ich jeden Tag dieses Handy in der Hand habe, jeden Tag damit spielen muss, streamen muss, machen muss, habe ich gedacht, nicht in dieser Farbe. Jetzt habe ich Rücksendeantrag gemacht, das kommt demnächst also weg. Und gleichzeitig danke nochmal an die Coronica, dass sie mir da geholfen hat, das erstmal zu bestellen. Das Geld kriegt sie natürlich von mir. Habe ich mir dasselbe Handy jetzt in Gelb bestellt. Gelb, was hoffentlich freundlicher aussieht. Gelb, oh mein Gott, guckt euch das an. Gelb, was auch irgendwie zu Pokémon passt. Es ist genau dasselbe Handy, nur in Gelb. Guckt euch das an. Das ist ein iPhone XR. Ich habe erst überlegt, ich habe wirklich mal geguckt, das Beste vom Besten und Neuesten vom Neuesten so zu nehmen. Ich wollte mir ein iPhone 13 bestellen. Das gab es nicht in Gelb. Das gab es in irgendwelchen deprimierenden, komischen Farben, die mir alle gar nicht gefallen haben. Dann habe ich geguckt, iPhone 12 vielleicht, gab es auch nicht in Gelb. Und dann habe ich gesehen, iPhone 11 gibt es in Gelb oder XR gibt es in Gelb. Der Unterschied zwischen den beiden betrug 250 Euro circa. Und ich dachte, teste erstmal das XR aus, ist nicht mehr so teuer in dem Moment. Und du hast trotzdem einen großen Schritt nach vorne gemacht, wenn du von deinem Huawei P20, was total ruckelt und stockig ist, jetzt auf ein XR wechselst, müsste das auf jeden Fall viel besser und flüssiger und angenehmer auch zum Anschauen für euch sein. Ich habe gesehen, selbst das iPhone 7 oder irgendwas läuft auch immer noch flüssiger und immer noch besser als mein Haupthandy, was ich jetzt hatte. Und zu 7, zu 8, zu 9, wenn es das überhaupt gab, zu 10, XR, irgendwas, müsste das also ein gewaltiger Schritt sein. Welches gefällt euch besser, wenn ihr hättet entscheiden müssen, ob rot oder gelb, was hättet ihr genommen? Schreibt es mal in die Kommentare. Müssen das mal jetzt hier so machen. Schreibt es mal in die Kommentare, was hättet ihr genommen? Das Rote geht zurück, das Gelbe wird behalten. Adi hat sich jetzt hier die Verpackung geschnappt, das war's von meiner Seite aus. Und schreibt mal rein, ob wir vielleicht mal einen WWE 2K-Stream machen sollen und worauf ihr da Bock hättet, auf was für Matches oder Fäden oder irgendwas. Ansonsten war's das von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.